Ja, genau. Stirbt nixe. Stirbt nixe. Warum habe ich das Schild eigentlich nicht mehr ausgewählt? Versteht mal wieder keiner. So, Freunde, ich habe jetzt hier offscreen mal ein bisschen gebaut. Wir werden es uns wahrscheinlich gleich mal wieder auf einen kleinen Ausflug begeben, um noch ein bisschen Leder zu bekommen. Weil was habe ich gemacht noch? Ganz kurz hier ein Hackklotzchen gemacht, damit die Werkbank aufgewertet, was man auch noch eventuell mal bauen kann. 7 ist bei Herstellung, da braucht man aber jede Menge Hirschfell und Lederreste. Genau, das ist ja auch noch zur Aufwertung. Das wäre noch so eine andere Option. Genau. Und dann tue ich mal die zwei Kollegen wieder einblenden. Und gehe natürlich idealerweise aus dem Menü hier raus. So. So. Sorry, ich musste gerade anmoderieren. Bin jetzt wieder da. Wollen wir nochmal loslegen? Dann lege ich nämlich meinen. Dann tue ich nämlich gerade nochmal ein bisschen Kram ablegen. Ja, irgendwie die Wikinger haben das mit dem richtigen Heben nicht so richtig drauf. Ich bräuchte auch ein bisschen Fleisch mal wieder. Salvian, in welcher Truhe? Ah, hier, okay, ich sehe es. Ja. Würde ich noch nicht machen, tatsächlich, sondern eher ein bisschen Farming betreiben für Leder. Ich habe keinen Querbalken an der Tür. Ach so, der untere Querbalken, ja, okay. Ja, er hat recht. Ich habe halt einfach das Grundgerüst sozusagen gebaut. So, 4. Okay, mit rechts kann ich dann blocken. Wir laufen jetzt einfach mal in Richtung da, wo Salvian schon läuft. Der ist schon wahrscheinlich wieder vorgelaufen. Okay, dann musst du erstmal ablegen. Ja. Dann brauchst du auch fast schon wieder eine neue Kiste, oder? So, oh, hier ist nochmal Holz. Ja. Ich würde sagen, wenn wir zurück sind zur nächsten Aktion, würde ich dann tatsächlich das Haus fertig bauen wollen und dann das Lager. Ja, natürlich hat es ja lauter Fleisch, weil du das Fleisch gekocht und nicht irgendwo abgelegt hast und deshalb keiner von uns mitnehmen konnte. Okay, ich komme mal. Aber ich glaube auch W20 ist in der Nähe, oder? Okay. Okay, hab's mitgenommen. Du bist mal wieder im Wasser gewesen, oder? Du siehst irgendwie nass aus. Das Leder ist, glaube ich, wichtiger. Doch, er ist gestorben. Gib nur mal kurz dem Krauling eine mit. Das dauert nur manchmal ein bisschen, bis die wirklich sterben, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja, jetzt leg mal dein Zeug ab, dann können wir uns im Zweifel zusammen. Also, ich habe noch kein Lager oder so gebaut, deshalb. Ah, jemand anders benutzt das. Das ist doch interessant. Ja, das hatte ich mal irgendwo. Und ihr müsst ein bisschen gucken, dass ihr die Dinge auch stackt. Weil irgendwie. Ja,
Ja, es kommt, es wird noch ausgebaut. So. Ich muss noch mal kurz ein bisschen. Sorry, ich muss mal wieder meiner leichten Zwangsstörung nachgeben und hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Welche Jagdhütte? Ich habe nicht zugestimmt, dass das offiziell unsere Jagdhütte ist. Oh, habe ich aber ist viel Harz. Okay, ja, ich muss nur mal kurz dafür sorgen, wir nicht unnötig Platz verschwenden. Okay. Du prätsch gerade Hirschfleisch? Okay. Hört sich irgendwie sehr lecker aus. Hört sich sehr lecker an. Müssen wir im Zweifel mal abstimmen, würde ich nicht kurzfristig entschließen, ehrlich gesagt. Weil ich muss dann eventuell bei dem Server nach ein paar Sachen noch schauen. Gehen wir sie ein. Ja, genau. Genau. So, lass mal kurz. Ich habe noch gerade noch ein bisschen Fleisch gekocht, das hier war. Ja, ja. Ja, aber irgendwie ist mein System gerade mal wieder ein bisschen seltsam. Muss ich tatsächlich aufpassen. Okay. Jetzt sind fertig. So, das hier kann man auch mal ablegen. Holz kann ich auch mal eins ablegen. Und das andere machen wir zum Holzstapel. Oh, ich habe mal wieder Springenwasser zu bekommen. Ja. Sorry mit dem wegen dem. Ich stelle noch mal eine Kiste hin. So. Ja, ich sehe schon. So, okay. Genau, ich auch. Ich würde sagen, let's go. Irgendwas erkunden, was noch nicht. Und die Jagdhütte liegt ja mitten im erkundeten Gebiet. Aber dafür sind wir noch nicht ausgerüstet für Düsterwald. Wir sollten uns erstmal hier ein bisschen hoch ausrüsten und dann den Hirsch erledigen. Und dann können wir nämlich das andere Zeug machen. Weil du kriegst ja auch Material. Mit dem wir noch in dem Wüstenwald, mit dem wir noch gar nichts anfangen können, mal ganz grob gesagt. Okay. Ja. Aber ist Shalala wieder gestorben? Weil ich sehe hier irgendwie so ein Todessymbol. Okay. So, ich bleib mal in der Nähe vom Salvian. Der mit seinem Bogen hier immer arbeitet. Ja, genau. Stirb Nixe. Warum habe ich das Schild eigentlich nicht mehr ausgewählt? Versteht mir wieder keiner. Nee, das mache ich tatsächlich nicht. Ich setze auch Tränke und Artefakte in Spielen ein.
Doch, mit Schild und Axt kann ich sie verwenden. Ja, genau, deshalb wäre ich nicht gesch. Ach, du bist tatsächlich jetzt rüber auf die Insel geschwommen, Salvia. Fähigkeit verbessert. Schwimmen 1. Aber ich sollte mal wieder was essen, wo ich schon mal dabei bin. Nein. Ach, du meinst, was man am Horizont sieht? Ja, genau, den sieht man hier tatsächlich. Wenn man nach oben guckt, sieht man Yggdrasil. Ja. Runenstein lesen. Ah, das hast du schon vorgelesen. Ah, die Astrid. Und jetzt wird's, weil die alles so rum. Weil ihr alle nicht in die Puschen gekommen seid, ist jetzt schon wieder Nacht. So, 2. Stirb, Krauling. So viel zum Erkunden. So, aber ich gehe jetzt mal dahin, wo das der Salvia noch ist. Ich habe da gemeint, ich meine, ich sehe da gerade irgendwas leuchten im Wasser, oder? Ja. Ja, hier genau, der Stein hier, der leuchtet irgendwie. Ist ja seltsam. Ja, ganz seltsam. Innen drin leuchtet er, aber praktisch habe ich nichts gesehen da. Als ich. Ja. Vielleicht. Okay. Ja. Wieso hat sich gerade bei mir das Inventar geöffnet? Verstehe. Ja, guck mal, da hinten ist schon wieder. Ach, das bist du. Okay. Weil du irgendwas getötet hast. Nee, ist nicht. Ein bisschen Feuerstein sammeln, wenn man schon dabei ist. Das ist immer gut. Weil das braucht man nämlich auch für die nächste Werkbankerweiterung. Ich fange an zu frieren. Ja, ich schwimme ja auch hier irgendwie sinnlos im Wasser rum. Nein. So, 2 und 4. Und wenn ich jetzt nochmal 4 drücke, dann. Wie kriege ich denn das Schild wieder auf den Rücken? Das wäre nochmal so eine spannende Frage. Nee. Aber wenn ich ins Wasser gehe, das ist nämlich ganz witzig, und schwimme, dann wird mein Schild auf meinen Rücken, auf der Rücken gelegt. Und ich würde das gerne auch regulär machen. Ja, egal. Ja, genau. Und auch die Axt wird auf den Rücken gelegt. Ich habe dafür noch nicht die Tastenkombination gefunden, irgendwie. Und schwimmen ist mal wieder mehr geworden. Ich schaue es auch gerade mal, wo mein. Genau, das koordiniert irgendwohin loslaufen. Das üben wir übrigens noch mal ein bisschen. Der hier ist ein Baumstamm im Wasser. Okay. Jetzt schaue ich gerade mal.
Kann ich denn schon die Werkbank erweitern? Was brauche ich denn für die Werkbankerweiterung? Ja, kommt auch noch. So. Ah, jetzt. 7. Gerbgestelle. Okay. Aber jetzt mal kurz. 7. Was haben wir gesagt? Betten. Betten brauchen Holz. Okay. Gut. Das sollte nicht das Problem sein, Holz. Hier explodiert alles. Hier explodiert alles lustig. Kauzwerk-Trophäe. Ich bin jedes Mal irritiert, wenn man irgend so einen Fehler hat, wo man halb in irgendwas reinklippt. Salvian, hast du eigentlich irgendwo noch ein bisschen Lederfetzen da? Weil ich bin gerade ein bisschen am Gucken, wir hier vielleicht mal gewisse Dinge einfach mal bauen. Nixon-Trophäe. Genau, das wäre so mein Ziel. Deshalb habe ich gerade mal nach entsprechendem Material geschaut. Und aktuell habe ich nur 4 Lederreste und 11 Hirschfell. Ich bin gerade am Wildschwein-Trophäe. Wildschwein-Trophäe kommt mal hier rein zu den anderen Trophäen. Okay, genau. Holz nehme ich mal. Ich habe doch hier vorher einen Holzstapel hingelegt. Hatte mir da irgendjemand vereinnahmt? Ja. Was für eine Erkenntnis. Warum konnte ich das Holz nicht einsammeln? Ich bin doch gar nicht so krass überladen. Okay, egal. Erstmal bauen. Braucht mal ein bisschen Holz. Ah, warte mal. Hier will ich noch einen Balken hinmachen. Nee, einen normalen Balken. Es sind so Dinge, die man auf dem Donnerbalken tut, sind unnötige Details für ein Spiel, wenn du mich fragst. Wer hat das Holz hier eingesammelt? Schala, rück das Holz wieder raus. Sonst schaue ich dich. Hast du. Ja, bitte das Holz. Ich möchte gerne fertig bauen. Du hast das Holz eingesammelt, behaupte ich. Du bist nämlich drüber gelaufen. Ah. Ich bin gerade am Schauen, aber Fertigkeiten? Nee, tatsächlich gibt es kein Kochen. Das bezieht sich hauptsächlich auf körperliche Tätigkeiten. Hallo meine Lieben, das war's mal wieder mit Valheim. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind und die ihr auf meinem Kanal findet. Valheim streame ich auch ganz gerne mal mit Freunden. Diese sind auf Twitch aktiv. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Also schaut auch dort gerne bei Salvian Gilindor oder W20 Physik da vorbei. Ich sage dann mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.